Lieber Hans-Jörg Schellenberger, herzlich willkommen hier beim Hänle Verlag in München. Wir sind hier aus einem ganz bestimmten Grund. Du hast eine neue Ausgabe des Strauss-Wohnkonzerts herausgebracht. Das ist ja schon ein sehr besonderer Anlass. Das Strauss-Wohnkonzert ist ja unser größtes Wohnkonzert, das meistgespielte Konzert, das meistverlangte in Probespielen und Wettbewerben. Also ein besonderer Moment. Ganz ohne Frage ein besonderer Moment, auch deswegen, weil ich selber ja schon seit meiner Kindheit mit diesem Stück lebe und viel gespielt habe und immer gewünscht habe, dass es mal irgendwann eine neue, bessere Ausgabe gibt als die existierende. Und ich habe dann, als das Copyright jetzt mit dem Jahre 2019 zu Ende ging, schon vorher den Wunsch des Hänle Verlages gehört und den Auftrag bekommen, dass wir das Werk neu herausbringen, und habe mich dann intensiv beschäftigt mit den Quellen, die vorhanden waren. Das ist insbesondere die Handschrift von Strauss, die ich als Faksimile schon besaß, und die gedruckte Version, die wir haben. Ja, und dann habe ich mich damit sehr intensiv auseinandergesetzt, 5 Jahre lang. Und jetzt haben wir etwas, was ich glaube, dass den Oboisten wirklich etwas, ein Material an die Hand gibt, das sie ganz gut benutzen können, wo sie genau erfahren, was es gibt und wo sie auch viele Möglichkeiten haben, nachzulesen, was wahrscheinlich so oder vielleicht so ist und was man auch interpretieren kann. Was ist jetzt der Hauptunterschied zwischen der neuen Ausgabe und dem Material, das wir bisher benutzt haben? Ja, der Hauptunterschied ist im Grunde genommen der, dass ich bei meiner Recherche mehr als 200 Fehler gefunden habe in dem gedruckten Material, im Vergleich zur Handschrift von Strauss, aber auch zu anderen Quellen noch. Und dass sich eben da auch ganz gravierende Fehler drin befunden haben. Ich denke jetzt zum Beispiel ein Fehler im ersten Satz, Ziffer 9, steht über der Obonstimme geschrieben, nicht eilen. Und auch noch eine dynamische Geschichte. Genau an dieser Stelle hat Strauss im Particell Fortes Forzato geschrieben, in der Partitur später dann Pianus Forzato, hat das auch noch geändert. Und das ist interessant, das beides aufzuführen, um zu sagen, es hätte so oder auch so sein können. Natürlich, die Partitur ist die endgültige, aber trotz alledem ist das eine interessante Lage, und es gibt viele andere Stellen, und eben diese Stelle Ziffer 9 hat eine besondere Bedeutung zum Ja, Beispiel. sollen wir einmal schauen, Ja. wie das klingt im Vergleich. Also, wenn ich einmal die bisher bekannte Druckversion spiele, also Forte, und man geht traditionell ein bisschen Ja. nach vorne im Tempo. Vielleicht sollte es so sein. Also Konzentration auf die Achtel, die sehr scherzando, sehr gehalten gespielt sind, sondern auch mit den großen Intervallabständen. Und das ist, glaube ich, das, was er meint, bezogen auf zum Beispiel sein Werk Till Eulenspiegel. Wir haben jetzt schon über Quellen gesprochen, also abgesehen von der Handschrift aus Garmisch, sagst du, gibt es noch weitere Quellen? Welche sind das denn genau? Es gibt drei wesentliche Gruppen als Quellen sozusagen. Die Handschrift von Strauss, das sind zwei, nämlich das Particell, die Komposition in Form von Klavierpartitur, dann die instrumentierte Orchesterpartitur. Dann gibt es die aus der Orchesterpartitur abgeschriebene Version der Uraufführung in Zürich, handschriftlich wunderschön geschrieben, ganz klar, ganz sauber. Und dann gibt es die 1948 veröffentlichte gedruckte Version in kleiner und großer Partitur und auch im Orchestermaterial. Und die wichtigste Quelle darin ist natürlich die Handschrift. Denn gerade wie wir dann auch das Zürcher Material einsehen konnten, stellten wir fest, dass das ganz, ganz nah an der Handschrift ist, also dass da praktisch keine Fehler sind, und dass wahrscheinlich Strauss, der dabei gewesen sein muss, das auch sehen konnte. Und deswegen ist die Handschrift, die Partiturhandschrift, im Vergleich mit dem Particell, also mit der Urkomposition, das ist die eigentliche wichtige Quelle der Ausgabe. Jetzt noch zwei Stellen aufgefallen im dritten Satz, die anders sind als in der bisherigen Ausgabe. Da gibt es einmal diese Stelle, wo du sagst, das war vielleicht ein Versehen von Strauss, dass es ein Schreibfehler ist, dass es Ja, ein das ist Gehsitz sein soll. harmonisch eine Stelle, die ist übersichtlich in der Gegend von Ziffer 40, kurz vorher, wo es eine Tonika Fis-Dur gibt, eine Dominant Septim Cis-Dur und wiederum Tonika Fis-Dur anschließend, also im Wechsel. Und da ist ein G statt ein Gis in Cis-Dur, das eigentlich da sein müsste. Und spiel mal die erste Stelle, wie du sie früher gespielt hast. Ja, und
das ist doch ganz anders. Ja, das ist natürlich harmonisch einfacher. Und es kann durchaus sein, dass er sich da einen falschen Ton gedacht hat, als eine kleine Überraschung. Es ist eher unwahrscheinlich. Aber eben das ist genau das, was die Ausgabe jetzt ausmacht, dass wir diese Möglichkeiten beide darstellen, ganz klar. Und dass man sich dann selber entscheiden kann, was ist eher wahrscheinlich, was ist eher nicht wahrscheinlich. Es gibt da noch diese Stelle im dritten Satz, wo du sagst, da ist eigentlich eine Synkope vorgesehen. Ja, das ist kurz vor der Kadenz, vor dem Sechs-Achtel-Schluss. Da ist von Strauss ganz eindeutig diese Synkope reingeschrieben, die einfach der Verlag beim Drucken übersehen hat. Wenn du mal spielst, wie das früher war. Also es gibt, ich fange mal eine Stelle davor an. Da ist jetzt nach der Partitur von Strauss. Diese Synkope, die auch in der ersten Phrase ja, das hat deutlich mehr Energie. Ja, und das ist auch natürlich ganz einfach richtig schlicht vergessen worden. Na, und dann gibt es ja noch die ganz berühmte groteske Geschichte im dritten Satz mit den Hörnern. Ja, das ist unmittelbar vor Ziffer 44, wo Strauss in der Handschrift ganz eindeutig die unter den Hörnern liegende Oboenstimme mit einer Klammer versehen hat, hingeschrieben hat Horn 2 und diese beiden Töne Ast da hingeschrieben hat und danach wieder Oboe geschrieben hat. Eindeutig hat nur diese Zeile benutzt. Und genau diese zwei Töne wurden in der Oboenstimme in der alten Ausgabe mitgedruckt. Die machen gar keinen Sinn, weil sie nämlich auch gar nicht richtig sind, denn das Horn spielt ja ein F. Das heißt, die Töne müssen einen Quint tiefer erklingen. Ja, also geschrieben steht da in der Oboenstimme, hat überhaupt keinen Sinn. Mitten im Tutti. Also ich fand ganz besonders den kritischen Bericht wirklich informativ und spannend. Das sind wirklich nochmal ganz viele Details beschrieben, wo wir jetzt gar keine Zeit für haben in dem Gespräch. Ja. Aber du reißt nochmal ein wichtiges Detail an, und zwar was den Schluss betrifft. Ja, er hat ja 1945 den Schluss einfach komponiert, zu Ende. Und das wurde auch so uraufgeführt. Und es wurde auch dann noch in anderen Plätzen so aufgeführt, immer handschriftlich, immer abgeschrieben. Und dann sollte das Werk gedruckt werden, 1948. Und da hat Strauss den Verleger in London gebeten, den Druck zu stoppen, der eigentlich schon fertig war, weil er gesagt hat, mir gefällt der erste Schluss nicht wirklich. Und ich schreibe nochmal eine andere Version, ein paar Takte mehr. Also das war Strauss' eigene Idee? Das war Strauss' eigener Wunsch, das war nicht die Idee von irgendjemand anderem. Er wollte das, es hat ihm nicht behagt, er hat es nochmal vorgenommen, hat es dann geschrieben und genau diese Version ist die gedruckte. Und damit ist die erste Version, die also in der Handschrift drin ist, nicht mehr relevant, weil das ist ja nicht der letzte Wille. Der letzte Wille ist tatsächlich das 1948 auch gedruckte. Genau das haben wir auch gemacht. Natürlich gibt es auch das Orchestermaterial neu mit allen korrigierten Details und alle Fehler eliminiert. Bei Breitkopf und Hertel wird das hergestellt und ist dann natürlich für die Oboisten verfügbar. Ich glaube, für mich wird ganz besonders interessant sein, dass es dann jetzt diese neue Ausgabe auch auf dem iPad gibt, in der Hähnle Library App. Und da kann ich mir dann die Partitur und den Klavierauszug und die Oboenstimme parallel oder nacheinander dann anschauen.